Und damit ein herzliches Willkommen zu Let's Play Star Wars Galaxy Stick of Truth. Eigentlich sollte Killer ist Dead Rum, aber irgendwie fuckt es mich gerade total ab und boah, es kann mich gerade mal am allen. Ja, es ist immer derselben Stelle abgekackt, egal ob niedrige Grafik, hohe Grafik, egal was, egal welches Aufnahmeprogramm, egal, auch ohne Aufnahme, Tschüssikowski, gleiche Stelle bei. Also, hallo, South Park. So, ich habe schon ein bisschen angetestet und wir beginnen mal ein neues Spiel. Ja. Du kannst auch außerhalb von Kämpfen deine Distanzwaffe einsetzen. Ah. Robert D. Puna. Presence at Puna Pictures Production. Tschüss. Deep in the lands of Zaran, the humans of Koopa Keep struggle to stay alive, as they are attacked by the wicked Drow Elves of Larnia. Darkness falls, as the humans beg their king to save them. A noble king known only as the Grand Wizard. For 1,000 years, the battle has been waged, with only the bravery of the Grand Wizard to protect his human followers. But even though the Wizard King is so undeniably cool, the Drow Elf armies continue their attacks. They seek the humans' most treasured relic, the Stick of Truth. But the tides of war are soon to change, as news of a new kid spreads throughout the land. In order to save the humans, the Grand Wizard must get to the new kid before the Drow Elves can manipulate his man and use him to take the sacred relic from human hands. For whomever controls the stick, controls the universe. So sparks the Stick of Truth. Übersetzt der Stab der Wahrheit. Ja, fangen wir mal mit der Charaktererstellung an. Nein, nö. Oh, nein, bleiben wir einfach mal hier bei. Oh, Frisuren. Oh, ist die nicht schick. Oh, ist die nicht schick. Nein. Like Emo. Ja, die Frisuren hier unten finde ich schon ein bisschen blöd. Aber die ist auch schon okay. Egal, nehmen wir jetzt einfach mal diese. Ja, nehmen wir dunkelbraun. Prima, ne. Oder, wir wissen pink. Hallo. Ich bin ein Weibchen. Nein, es gibt auch Jungs mit pinken Haaren. Also, ich mache jetzt mal vernünftig und wir machen braune Haare. So, ein Anzug. Ja, ganz schlecht. Ist doch okay. Was soll's. Ja. Oder mit Krawatte. Ganz elegant. Nee, einfach mal dieses hier. Oder? Nee. Das hier. Das ist schon rot. Hehe. Machen wir es noch roter. Noch roter. Sekundär. Was ist denn Sekundär? Achso, die Hose, okay. Ja, die können wir mal blau machen, oder? Ah, oh, das ist aber gar nicht schön. Ja. Weiter. Wie wär's mit ein paar Pickel? Oder Augenring? Oder ein Pflaster und ein Kratzer? Oder ein blaues Auge? Hm? Achso, ein Kinn. Oder eine Schlammfratze. Ich finde das ganz okay. Sieht aus so wie so ein kämpferischer Typ, der einen auf die Fresse bekommen hat. Oh, Streber. Nein. Wir bleiben bei der ohne Brille Optik. Fertig. Goldene Dinge können benutzt werden und dann geöffnet werden. Schön. South Park. Erleuchtung. Die Sonne. Hallo. Sold. Verkauft. Oh, sie war schick rot.
Well, I think that's everything. We did it, hun. We're really moved in. It's a new beginning for us. Things are finally going to be good. Do you really think it will be better for him? They won't look for him here. We just need to make sure he doesn't attract any attention. Come on, let's see how he's doing. Sweetie, hun, you all dressed? Hey, champ. How do you like your new room? I know it's a big change for all of us, but, son, do you remember why we moved to this quiet little mountain town? He doesn't remember. He doesn't remember at all. That's good he doesn't remember. Sweetie, we want you to have lots of fun here. Why don't you go out and make some friends? Right, get outside and play, son. Like normal kids. We've got some money for you on the kitchen counter, sweetie. Just be back before it gets dark. Yeah, we love you too. Eine neue Quest, der neue in der Stadt. Jo. Um Türen und Blätter zu öffnen, Objekte zu aktivieren, schaue in ihre Richtung und drücke Leertaste. Nix. Schön. Kann ich die Kiste öffnen? Nein, natürlich nicht. Ah ja, ich kann ja nur Sachen öffnen, wo so ein goldener Knopf da ist. Eine Baseballkarte und 50 Cent. Ups. Kennst du noch die Frage mit dem UPS-Mann? So. Oh, nochmal 10 Cent, ich weiß reich. Rostiges Rohr, was soll ich denn damit verkaufen? Coole Scheiße. Erstmal geschmeidigen Schiss ablassen oder duschen? Ein Schiss. Und los geht's! Boah! Ja klar, warum nicht? Oh, ich hab abgezogen. Okay, komm, duschen. Tutu! Tutu. Okay. Er duscht also mit offener Tür und mit Klamotten, alles klar. Na. Ah, ich bin so schön feucht. Okay, schon gut. Hör auf. Darf ich da jetzt rein? Geheimer Pornokeller, wa? So, Hallöchen! Natürlich nicht. Nö, okay. Wo sind wir denn hier? In der Küche. Noch mehr Geld! Oh, gut. Noch mehr Geld! Mami, ich will mit dir sprechen, bitte. Go on outside, sweetie. Go look around the neighborhood. Naja, okay. Lass mich also loswerden. Blöde Mütter. It wasn't Hallo. A request, it was a command. Now get out there and make some friends. Warum bist du nicht mein Freund? Geh nach draußen und finde ein paar Kinder, mit denen du Freundschaft schließen kannst. Na, sicher doch. Deine Eltern und du seid gerade erst nach South Park gezogen. Sie möchten, dass du rausgehst und Freunde findest. Schnieke. Oh, ich bin schad. Aha, das haben wir. Gut. Oh, ich weiß, ein Schutz. Oh, kann schon tragen, gut. Okay. Trotz anderweitiger Behauptungen dient es keinen anderen Anzug als hart auszusehen. Ach, nur ich bleibe mein Kratzer hier. Ich will dahin. Ich
Da ist eine Kiste. Eine Tasche, wie auch immer. Oh. Ah. 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 Hallo. Okay, wir warten jetzt, bis einer kommt. Na, kommst du? Na, kommst du? Wieso kommt denn niemand? Okay, dann nämlich. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Pupsen, pupsen, pupsen. Mano. You shall die by my warhammer, Drawel. I banish thee to the forest realm. That way, I banish you. You get mad on that one? You can't hold out much longer. Help! Somebody! I can't hold out much longer. Help! Hey, yo, ich kack dich an. Hey, no fair. That's cheating. I'm gonna tell my mom. Mach doch. Thanks, hold kid. I didn't realize he had a health potion. My name is Butters the Merciful. I'm a paladin. I live right next door to you. We should be friends. Yay! Du hast einen Freund. Klick auf deine Homepage auf den Reiter mit den Sammelobjekten, um alle Freunde zu sehen, die du gefunden hast. Hey, ihr alle, wir haben einen neuen, der mit uns spielt. Und er ist... er und ich sind Freunde, also wird ihn niemand ärgern. Schön, schön, schön. Now that we're friends, you should speak with the Wizard King. He's been talking about your arrival. The Wizard lives Moment. In the greenhouse, over there. Hey, Moment! Where'd you live before moving here? Wieder rein. Did I Colorado? Oh Mann. Why are you wearing your hair like that? All hail the Grand Wizard! Cartman! So, you are the new kid. Your coming was foretold by Coldwell Banker. I am the Wizard King. But the time for talk is not now. Let me show you my kingdom. Oh, Hühnerbrust. Poste. Oh, who's your new friend, Eric? Shut up, Mom. Not now. Ich bin... Kato. Böse... Böser Cartman Spitzbart. Cartman ist gerade... Oh. Okay. Don't talk to her. She's not part of the game. Okay. Die Maus nervt. Boah, schon ein bisschen. Welcome to the kingdom of Koopa Keep. Our weapon shop here is tended by Clyde, a level 14 warrior. Here you can see our massive stables, overseen by the level 9 ranger, Scott Malkinson, who has the power of diabetes. And here, of course, is the breathtaking and lovely Princess Kinney. The fairest maiden in all the kingdom. Don't ask why Kenny wanted to be a chick, it's just how he seems to be rolling right now. Oh, Kenny! Gleich. Ja, im nächsten Part. Also, ich hoffe, euch hat der erste Part gefallen und ihr guckt auch weiterhin rein. Also, haut rein, bis zum nächsten Part. Ciao!